Ja, herzlich willkommen zu meinem Let's Play, die Polizei 2013, und ihr seht, mein Einsatzbefehl wird gerade übermittelt. Und solange das hier noch lädt, habe ich zwei Sachen. Und zwar erstens entschuldige ich mich jetzt für das lange Warten. Zweitens für den Ton in der letzten Folge. Ich hatte da ein kleines Problem, aber habe mir gedacht, lad es trotzdem hoch. Und drittens, ihr merkt es vielleicht, ich bin ein bisschen krank, aber nehme trotzdem auf. Okay, und hier unser Tages. Aha. Oh, das ist, hatten wir doch jetzt eigentlich schon mal, oder? Naja, egal. Wir sollen wieder eine Frau suchen. Und würde ich sagen, machen wir doch glatt. So, ich habe auch den Ton ausgeschaltet. Und ich werde jetzt mal hier das Auto nehmen. Aber irgendwie ist das Spiel ohne Ton ein bisschen langweilig. Huch, scheiße. Dann machen wir das an. Und das hier auch. Und fahren nach hier. Weg da. Und dann fragen wir gleich mal hier die hier. Ja, gut. Haben wir sie doch schon. Steigt jetzt auch mit ein. Ah, cool, dann spare ich mir auch das Warten. Ich meine natürlich das Laufen, weil die läuft ziemlich langsam. Ja, dann hätten wir das jetzt auch schon mal. In den ersten zwei Minuten der Schicht gleich die Tagesaufgabe gelöst. Eine Person wurde der Ausweis gestohlen. Suchen Sie in der näheren Umgebung nach dem Täter. Nehmen Sie ihn fest und lassen Sie ihn abtransportieren. Alles klar. Achtung. Gut. Ja, das war jetzt einfach, weil der kam direkt auf mich zu. Gut, Kollege. Abführen! Ja, dann können wir jetzt auch wieder zu dem Auto da oder erstmal zu hier hinfahren. Und das hier. Den Abschleppwagen rufen. Weil das geht ja so nicht. Können wir auch wieder einsteigen und zu dem anderen Auto fahren, was wir gesehen haben. Mit Vollgas geht's los und dann auch schon wieder bremsen und aussteigen. Und das PDA und das Funksprechgerät. Und dann können wir auch gleich wieder einsteigen. Es geht ja ganz schön fix hier. So. So, jetzt fahren wir hier noch mal ein bisschen rum hoch. Was hat die? Raucht die? Na, egal. 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 So, wo können wir denn mal hinfahren?
Oh, hier. Die ist ein bisschen betrunken. Aha. Ja, als erstes aber lasse ich die hier transportieren. Und gehe dann hier hin. Und gebe hier ein bisschen Gas. Ich drücke auf die Tube. Eigentlich hatte ich gerade nicht vor, die zu rammen, aber... Festnehmen, zack. Zack, und dann jetzt zurückgehen. Dann können wir gleich den Notarzt zuerst rufen. Und den Abschleppwagen noch. Gut, den hat er. Jo, hätten wir das auch erledigt und der Abschleppwagen mit dem überlangen Seil. Und können wir auch wieder einsteigen, weil dann haben wir alles erledigt. Das geht ja jetzt hier ziemlich schnell. Also, was ist denn hier heute los? Ist hier heute Party oder was? Können wir hier gleich... Es war doch die Frau hier von eben. Hey, Vorsicht! Hey, Bruder. So, das war's. Wie viel hat die? Auch 1,3. Schlägt die mich einfach? Oh, dann können wir auch wieder einsteigen. Wechsle ich aber noch wieder zu ihm. Ja, das ist ja schön und gut. Und ich kann die jetzt hier... Und ich kann weiterfahren. Und was sehen meine Polizeiaugen denn da? Ein Auto, was da falsch parkt. Es war, ja, ist ja wirklich hier wie wieder viele, viele Falschparker. Genau, einmal mitnehmen. Gut. Hier. Als erst den Tatort untersuchen und dann noch hier die befragen. Gut. Bringen Sie das Beweismittel, das Sie am Tatort... 10 Millionen. Wie möglich. Gut, das wissen wir ja jetzt schon. Gut, und dann jetzt... Ich möchte das Auto nicht befragen. Und Vollgas. So, hier sind wir auch schon. Natürlich erste Reihe Parkplatz.
und reinsprinten. So. Zoe Fuchs, aha. Alles klar. Nehmen Sie ihn fest und befragen Sie ihn, wo sich das Opfer befindet. Dann suchen Sie das Opfer und befreien es. Das muss ja auch wieder in der Nähe sein, wie ich das annehme. Gut. Kommt jetzt fragen. Sie haben erfahren, wo sich das Opfer angeblich befindet. Gut. Suchen und befreien Sie es. Alles klar. Opfer finden und befreien. Aber der Frau hätte ich das jetzt nicht zugetraut, muss ich sagen. Okay, ich hätte... Oh ne, da kann ich auch so noch hinfahren. Ja, so, und dann jetzt hier links. Und dann hier wieder links. Ach hier. Okay, ja. Geht jetzt alleine raus. Das ist ja einfach eingerichtet hier, das Haus. Ja. Ist eine hübsche Bude. Aber ich hab was. Was machen die denn da? Haben die gerade was gedealt? Sah zumindest so aus. So, und ich hatte... Entschuldigung, weil ich bin ja krank. Nein, ich wollte, was ich gerade sagen wollte, hier steht wieder ein Falschparker. Ja, das ist die Polizei. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Nee, ich mache Vater jetzt noch einen. Danach. Geh doch weg da! Ach, ich bin doch über. Jetzt bin ich doch falsch gefahren. Ich hoffe, der Fahrer flieht jetzt mal nicht. Da hätte ich jetzt gerade keine Lust drauf. Gehörte gar nicht dazu. Abschleppfahrzeug, bitte kommen. Und dann befragen wir die noch. Ah, okay, die hat getrunken. Huch, was macht die jetzt? 1,2, ja, okay. Einsatzfahrzeug, nee, das wollte ich doch gar nicht machen.
Muss ich die... Ach so, ich muss die erst festnehmen, ja. Fordere Polizeitransporter an. Okay, dann sage ich jetzt, ja, wenn die weg sind, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht die Daumen hoch, so viel ihr könnt. Wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bin mal gespannt, was heute noch so passiert. Ja, ich bin's auch gespannt und bis da, und dann sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play die Polizei.